freue mich, hier zu Ihnen sprechen zu können. Sie haben schon gehört, ich bin niedergelassener Neurologenpsychiater in Fulda und bin schon länger mit dem Thema ADHS beschäftigt. Als ich vor wenigen Tagen angefangen habe, diesen Vortrag zusammenzustellen, hat meine Frau mir mal über die Schulter geguckt und hat den Titel gesehen und war eigentlich eher entsetzt. Ich hatte nur ADHS und Komorbiditäten und ich sagte, also, wenn ich sowas lesen würde, würde ich auf keinen Fall kommen. Also Komorbid, das klingt ja irgendwie schon mal richtig schrecklich. Und dann ADHS kommt selten allein, ist ja irgendwie auch nicht sehr ermutigend. Der eine oder andere von Ihnen ist vielleicht noch gar nicht so lange damit konfrontiert, dass er jetzt ADHS haben soll. Und dann kommt jemand und sagt, ja, ADHS, das wäre das Wenigste. Es kommt ja noch alles Mögliche andere dazu. Also es klingt nicht sehr ermutigend. Ich hoffe, dass es mir gelingt, Ihnen darzustellen, dass es jetzt also keine Horrornachricht ist, die ich Ihnen erzählen will, sondern eigentlich eher eine Möglichkeit, noch besser zu verstehen, was mit einem los ist. Wenn man ADHS ganz alleine betrachtet, dann passt eigentlich ganz vieles nicht. Wenn ich jetzt weitermache, dann wird es erstmal auch nicht so richtig erfreulich, wenn Sie sich die Liste angucken. Ich will Sie aber nicht abschrecken damit. Ich habe ja gesagt, dass ich vor ein paar Tagen jetzt diesen Vortrag zusammengestellt habe, aber es ist nicht so, dass ich mich erst seit ein paar Tagen mit dem Thema ADHS beschäftige, sondern es ist sogar so, dass ich relativ früh in den Anfang 90er Jahren mich relativ intensiv mit ADHS beschäftigt habe und den Zugang zu ADHS habe ich über einen Psychotherapeuten bekommen. Und das war ein Verhaltenstherapeut, der sich spezialisiert hat, kritische Situationen zwischen Eltern und Kindern zu filmen und die ganz genau zu analysieren. Und er kam immer wieder an so einen Punkt, wo er gesagt hat, da klappt irgendwas überhaupt nicht. Und er hat Strategien entwickelt, therapeutische Strategien, wie man weiterkommt. Aber was mich damals sehr erstaunt hat, war, dass er auch gesagt hat, aber wir brauchen unbedingt Medikamente und das hört man aus dem Munde eines Psychotherapeuten nicht so häufig. Und das ist so ein bisschen die besondere Spannung bei dem Thema ADHS, die auch unterscheidet von vielen anderen Krankheiten. Da sind eigentlich die eher so verteilt, die einen sagen, Psychotherapie ist gut, die anderen sagen, Medikamente ist gut. Aber die Menschen, die sich intensiv mit ADHS auseinandergesetzt haben, die werden eigentlich nie sagen, nur das eine, nur das andere ist gut, sondern die werden eigentlich immer sehen, dass es darauf ankommt, sozusagen aus beiden Bereichen die richtigen Elemente zu nehmen, um zum Erfolg zu kommen. Also was bedeutet Komorbidität, ist sozusagen mein erstes Thema und dann alle möglichen Begriffe, Erkrankungen, die da verbunden sein können. Jetzt würde es natürlich den Rahmen eines Vortrags von einer knappen Stunde sprengen, wenn ich Ihnen jetzt zu jedem da ausführlich erklären würde, was das jetzt damit auf sich hat und wie oft das vorkommt und wie das behandelt wird. Das wären ja lauter extra Vorträge. Ich will Ihnen sozusagen immer nur so ein paar Beispiele zeigen, wie diese beiden Störungen zusammenhängen können. Sie können mich gern zwischendurch unterbrechen. Vielleicht macht es die Sache auch ein bisschen abwechslungsreicher. Denn meine Folien sind eher trocken. Komorbidität, also eigentlich ein schrecklicher Begriff, bezeichnet das gleichzeitige Vorliegen von mehreren Erkrankungen oder Störungen. Also das heißt eigentlich erstmal, jemand hat irgendein Problem A und hat gleichzeitig auch ein Problem B. Differentialdiagnose heißt, dass man versucht, zwischen zwei Störungen zu unterscheiden. Also, dass man jemanden vor sich sitzen hat oder vielleicht ist man dieserjenige auch selber und versucht rauszukriegen, was man hat. Und dann denkt man, das passt irgendwie dazu, das passt dazu. Jetzt muss ich doch mal rauskriegen, was ich eigentlich habe.
Das gibt verschiedene Gebrauchsanweisungen, wie Diagnosen gestellt werden können. Da gibt es so ein Manual, das nennt sich DSM-5. Und da sind dann zu verschiedenen Störungen einzelne Punkte angegeben, was zutreffen sollte, damit man eben eine Diagnose stellen kann. Und dann kommt man in so eine andere Liste, die nennt sich ICD-10. Und nach dieser Liste kriegt man dann irgendwie hinter seine Diagnose noch so eine Nummer. Was jetzt das Besondere beim ADS und insbesondere bei Erwachsenen ist, dass diese Diagnose ADS bei Erwachsenen bis vor ungefähr 20 Jahren quasi nicht gab, die wurde quasi nicht gestellt. Ich habe ja auch ein paar Jahre in der Klinik für Psychiatrie in Fulda gearbeitet und ich kann mich an keinen einzigen Patienten erinnern, wo diese Diagnose offiziell gestellt wurde. Und es gibt heute noch Kliniken, die diese Diagnose so gut wie nie stellen. Das heißt, jetzt komme ich zu dem Thema Komorbidität und Differentialdiagnose. In der Vergangenheit war es so, dass wenn Menschen, die über 18 Jahre alt waren, auffällig geworden sind, Hilfe gesucht haben, dann hat man versucht, denen irgendeine Diagnose zu geben. Und die Diagnose ADHS bei Erwachsenen, die stand quasi nicht zur Verfügung. Also hat man sich überlegt, was könnte denn am ehesten sonst passen. Und die Diagnose, die jetzt nachher von mir behandelt wurden, die waren in der Vergangenheit häufig nicht komorbide Diagnosen, und das war dann die einzige. Das heißt, man hat gesagt, der ist irgendwie ganz schön aufgedreht und zwischendurch ist er irgendwie auch manchmal ganz schön traurig. Das ist wahrscheinlich jemand, der eine bipolare, manisch-depressive Psychose hat. Oder man hat gesagt, die kann ja irgendwie keine 5 Minuten ruhig sitzen, steht ständig auf, ist ständig irgendwie angetrieben. Das könnte eine Krankheit der unruhigen Beine sein, Restless Legs. Und naja, ich komme da noch so weiter. Also im Prinzip war das so, dass man die Menschen irgendwo zuordnen musste. Zum einen ist es ja ein Bedürfnis, den Menschen irgendwie auch eine Diagnose zu geben, aber es ist auch krankenkassentechnisch eine Notwendigkeit. Also ich kann ja nicht jahrelang jemanden behandeln und kann sagen, keine Ahnung, aber irgendwie geht es ihm nicht so gut. Das heißt, ich muss ihm irgendwas geben. Und die Diagnose ADS bei Erwachsenen wurde quasi nie gegeben. Ich sage das deshalb, weil ich glaube, dass ein Grund, warum es immer noch so einen Makel gibt bei dem Thema ADS bei Erwachsenen, dass es immer noch so auch als Modekrankheit zum Teil wahrgenommen wird, darin liegt, dass wir eben eine lange Tradition haben, Menschen, die ADS im Erwachsenenalter haben, irgendeiner anderen Störung zuzuordnen. Auf der anderen Seite ist die Vorstellung, dass es eine Erkrankung, die fast 5% aller Kinder betrifft, oder eine Störung, die 5% aller Kinder betrifft, im 18. Lebensjahr schlagartig verschwindet, eigentlich auch völlig absurd. Aber mit dieser Absurdität hat man in Deutschland, in Europa, in weiten Teilen der Welt gelebt. Und im Prinzip müssen Sie sich damit auch jetzt sozusagen rumschlagen, aber auch wir, die Ärzte, die sich um Menschen mit ADHS kümmern, müssen uns auch damit rumschlagen, dass wir immer wieder noch so angesehen werden, als hätten wir jetzt gerade was Neues erfunden und würden das jetzt irgendwie den Leuten aufdrücken. In Wirklichkeit war es quasi andersrum. Eine vorhandene Diagnose wurde einfach über viele Jahre ignoriert. Und ich glaube, dass es auch dazu geführt hat, dass bestimmte Symptome, die eigentlich typisch für ADHS sind, auch als typisch für irgendeine andere Erkrankung wahrgenommen wurden über die Zeit, weil es eben viele Menschen gab, die mit dieser Diagnose klargekommen sind. Und deswegen ist die Differentialdiagnose heute so schwierig. Ich werde da nachher nochmal drauf kommen. Besonders deutlich wird das eigentlich bei der Differentialdiagnose ADHS und Borderline. Nochmal,
zwei Störungen. Man kann einfach zwei Störungen gleichzeitig haben. Man kann ja ADHS haben und Fußpilz, man kann ADHS und ohne Blutdruck, man kann ADHS haben und irgendwas. Bisher war es so, dass wenn man irgendwas anderes Psychisches hatte, dann hatte man eben kein ADHS, sondern man hatte irgendwas anderes. Jetzt ist es so, dass man schon verstanden hat, dass man eben auch mal zwei Sachen haben kann. Zwei Sachen können einfach so nebeneinander stehen oder sie können was miteinander zu tun haben. Bei dem Thema Depression und ADHS glaube ich, dass nicht wenige Menschen, die ADHS haben und Depression haben, die Entstehung der Depression durchaus auch etwas mit dem ADHS zu tun hat. Dass es auch was damit zu tun hat, ob die Diagnose im Kindes- und Jugendalter gestellt wurde, ob es irgendwie für das Kind und auch für die Eltern irgendwie nachvollziehbar war, ob es gelungen ist, das gut zu behandeln. Man kann sich schon gut vorstellen, dass wenn man ADHS hat und nicht behandelt wird, dass das zu vielen Frustrationen führt, zu Verunsicherungen. Das wären dann also Komorbiditäten, die nicht einfach zufällig gleichzeitig auftreten, sondern die auch einen inneren Bezug haben. Dann gibt es gleichzeitig auftretende Störungen, die irgendwie auch ähnliche Symptome haben. Da habe ich jetzt als Beispiel eben eine Manie. Also Manie bedeutet, wenn man eine gesteigerte Aktivität hat, häufig gar nicht das Bedürfnis hat zu schlafen, wenn man aufgedreht ist, manchmal auch ein bisschen Größenideen hat, Dinge tut, die man außerhalb der manischen Phase nicht tun würde. Das kann natürlich auch mal verwechselt werden. Das heißt, da gibt es eine Kombination, wo auch die Abgrenzung schwer ist, was kommt jetzt wovon. Für mich in meiner Arbeit besonders schwierig ist es, wenn zwei gleichzeitig vorliegende Störungen sich quasi widersprechen. Es ist so, dass man vielleicht denken könnte, naja, der Dr. Walter, der macht relativ viel mit ADHS, also der stellt sowieso bei jedem Zweiten, der reinkommt, die Diagnose, dem werden bestimmt keine durch den Lappen gehen. Ja. Ist nicht so. Also es ist durchaus so, dass auch bei mir Menschen mal eine längere Zeit in Behandlung sind, wo ich sage, also der hat jetzt mal wirklich kein ADHS. Und ehrlich gesagt, ab und zu mal bin ich auch ganz froh, wenn ich das so sagen kann. Und ein paar Jahre später, vielleicht doch, ja. Und das liegt daran, dass manchmal ein anderer Anteil des Menschen so sehr die typischen Symptome verdeckt, dass man schon sehr, sehr viel Fantasie haben muss, um sich vorzustellen, dass da irgendwo hinter, ich sage jetzt mal fast dieser Fassade, doch noch ein kleiner ADHSler steckt, sozusagen. Obwohl das Verhalten eigentlich genau das Gegenteil ist. Ein Stück weit ist das auch typisch bei Erwachsenen. Also bei Kindern ist es so, ich sehe das Kind quasi im Originalzustand. Ich sehe das Kind so, wie es relativ unbeeinflusst mit seiner Unaufmerksamkeit umgeht. Und mit jedem Jahr, dass das Kind älter wird, entwickelt es ja Strategien, irgendwie damit umzugehen. Manchmal ungünstige, manchmal aber auch sehr geschickte, sehr ausgeklügelte Strategien. Und eigentlich verschwindet immer mehr von dem, was man als typische ADHS-Symptomatik kennt. Und das, was man beim Erwachsenen sieht, ist eigentlich nicht ADHS, sondern das ist das, was aus einem Menschen geworden ist, der quasi mit ADHS groß geworden ist. Und wenn dazu noch irgendwie eine Störung kommt oder wenn diese Art, das auszugleichen, zur Störung geworden ist, die fast gegensätzliche Symptome zeigt, dann wird es kompliziert. Dazu komme ich dann gleich nochmal. Ein Beispiel
ist eben die Kombination ADS und Autismus, zum Beispiel Asperger-Autismus. Die letzte Zeile, aber ich habe nicht so viel jetzt auch an Prozenten und sowas eingebaut, soll nur mal zeigen, dass es jetzt kein Randthema ist. Über 60% der Erwachsenen mit ADS haben auch noch irgendwas anderes im Psycho- und Neurobereich. Diese Komorbiditäten können eben ein Grund sein, dass die Diagnose gar nicht gestellt wird oder viel später gestellt wird. Und das Zweite ist, die können auch ein Grund sein, warum therapeutische Ansätze nicht funktionieren und warum auch Menschen vielleicht sagen, okay, jetzt bin ich da hingegangen, jetzt haben die gesagt, ich habe das und das, jetzt kriege ich eine Tablette, probiert, entweder habe ich sie gar nicht richtig vertragen oder ich habe sie zwar vertragen, aber ich merke gar nichts. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel eine schwere Depression habe und gleichzeitig jetzt eine Behandlung für mein ADS bekomme, dann kann dieser Grauschleier der Depression so stark sein, dass das bisschen Licht, was vielleicht das ADS-Medikament bringt, überhaupt nicht ins Gewicht fällt. Und Komorbiditäten können natürlich auch die Therapiemöglichkeiten einschränken. Und da ist ein Beispiel eben, wenn jemand sehr in der Sucht hängen geblieben ist, dann kann es eben sein, dass das eine oder andere Medikament nicht verordnet werden kann oder anders ausgedrückt, dass eben auch der Betroffene mit zum Beispiel Methylphenidat-Präparaten nicht umgehen kann. Also das habe ich durchaus erlebt, dass Menschen, die eigentlich durchaus davon profitiert haben, am Ende nicht in der Lage waren, mit diesem Medikament, sagen wir so, verantwortungsvoll umzugehen, wie es notwendig ist, dass es funktioniert. Ja. Die Kombination ADHS und Autismus. Ja. Ist eine Frage, die ich immer stelle. Kann es schon so sein, dass das ADHS, was so nicht richtig gut eingestellt ist, ein Autismus verdeckt ist? Dass der Autismus was? Versteckt ist durch die ADHS-Symptomatik. Und wenn das ADHS dann nicht wirklich gut eingestellt ist, kommt der Autismus erst zum Vorschein. Oder wie erklärt man sich das? Also es ist so, dass die, wenn ich den ADHS-Teil behandle, dann wird der Autismus-Teil deutlicher. Das ist das, was sozusagen übrig bleibt. Und der Autismus verändert sich auch nicht irgendwie, also wird nicht besser dadurch, dass ich das behandle. Aber es wird für den Betroffenen selbst und für die Umgebung vielleicht alles ein bisschen klarer und verständlicher. Aber ich komme sozusagen zu jeder Kombination nochmal einzeln. ADHS und Depression ist eben wahrscheinlich die häufigste Komorbidität. Ich habe ja eben schon gesagt, ADHS ausgesetzt zu sein, kann auch wirklich ein Grund sein, depressiv zu werden. Depression kann aber auch in der Umgebung auftreten. Es ist tatsächlich so, dass ich, als ich mit meiner Praxis angefangen habe, relativ häufig junge Frauen in Behandlung hatte mit Depression. Und da gehört es ja auch dazu, dass man sich irgendwie erkundigt, was gab es denn vielleicht für Auslöser, Stress in der Partnerschaft, im Beruf, irgendetwas anderes. Und kam eigentlich erstmal nichts und nur wenn ich sehr intensiv nachgefragt habe, kam dann raus, dass es doch auch Probleme mit einem Kind gab. Das wird normalerweise von der Mutter nicht unbedingt als erstes beim Psychiater erzählt, dass sie Probleme mit ihrem Kind hat. Und da sind wir im Prinzip auch schon gleich bei dem eigentlichen Thema, wenn ein Kind nicht so gut vorankommt in der Schule oder auffällt im Umfeld, ist das eben für eine Mutter häufig etwas Schambesetztes, etwas, womit man nicht so gern nach außen geht.
weil die Umwelt natürlich klar sofort erkennt, dass die Mutter unfähig ist und dass die ja nur mal das und das und das machen würde und dann würde das Kind so gut funktionieren wie alle anderen Kinder auch. Und es ist eben die Tragik, dass eben Eltern von ADS-Kindern, wenn sie hochmotiviert sind, einen wahnsinnigen Aufwand betreiben und am Ende mit ihren Kindern trotzdem viel mehr Schwierigkeiten haben als Eltern, denen ihre Kinder vielleicht scheißegal sind und die sie einfach so nebenher laufen lassen. Und Kinder, die keine ADS sind, sind oft recht zäh und funktionieren auch ohne Erziehung noch relativ gut. Und die Mutter kann dadurch natürlich depressiv werden. Also ich habe mir schon auch vorgestellt, wenn man jetzt so einen Laborversuch machen würde, wie mache ich eine junge Frau depressiv, wäre das ein gutes Mittel sozusagen. Irgendwie, ja, man könnte jetzt einfach auch dem Kind sozusagen einschärfen, immer wenn deine Mutter alles richtig macht, darf es trotzdem nicht funktionieren, solange bis sie aufgibt sozusagen. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass Mütter und ADS-Kinder immer alles richtig machen, aber es ist einfach total unfair, weil auch wenn man eigentlich ganz viel richtig macht, es eben nicht funktioniert. Auch wenn man es sich nicht erklären kann und trotzdem natürlich denkt, man hat selber einen Fehler gemacht. Und tatsächlich waren so die ersten Kinder mit ADS, die ich behandelt habe, eigentlich die Kinder von depressiven Müttern. Und man kann sich vorstellen, dass es auf die Dauer nicht sinnvoll ist, die Depression der Mutter zu behandeln, wenn man in dem Fall nichts fürs Kind tut. Also das ist sozusagen ein möglicher Auslösefaktor. Andererseits muss man sagen, dass Depression einfach auch so häufig ist, dass es auch eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass es einfach parallel zufällig auftritt. Also nicht immer haben die beiden Dinge was miteinander zu tun. Aber wenn es beides vorhanden ist, dann blockiert es. Ja. Also im weitesten Sinn zur Depression gehören ja auch die negativen Gedanken. Das ist ja etwas, was Kinder relativ früh entwickeln, so das Gefühl, dass es eh nichts wird, dass sie sozusagen, bevor sie irgendetwas anfangen, schon ahnen, dass es wahrscheinlich doch wieder nicht klappt. Und mit der Zeit auch das Gefühl, dass eigentlich nur die anderen wissen, was richtig ist. Und das ist besonders fatal. Also für ein glückliches, gelungenes Leben ist es sehr wichtig, die Bestätigung auch in sich selber zu finden. Und wenn ich das Gefühl habe, die anderen wissen besser als ich, was ich gut und was ich schlecht gemacht habe, ist das, sagen wir mal, ein schlechter Start ins Leben. Aber das ist das, was Kinder erleben, in der Schule zum Beispiel, kommen nach Hause und sagen, super, diesmal habe ich alles richtig gemacht. Ja, Pustekuchen, ich habe vergessen, das Übungsblatt rumzudrehen, habe nur die Hälfte gemacht und deswegen 5. Ja. Und dann gibt man irgendwann mal auf. Also wenn man sehr genau weiß, wo man einen Fehler gemacht hat, ist das zwar nicht schön, aber es ist trotzdem schon mal eine gute Basis, um damit umzugehen. Aber wenn man das Gefühl hat, ich mache irgendetwas, ich gebe meine Arbeit ab wie in so einem Blackbox und dann kommt irgendein Magier und der streicht dann nachher alles rot an, weil ich irgendwie 1000 Buchstaben vergessen habe und Kommas vergessen habe und der bestimmt dann eigentlich, was gut und schlecht war, dann führt es dazu, dass ich selber das Vertrauen darin verliere, meine eigene Tätigkeit einzuschätzen. Und das kann depressiv machen. In der Umsetzung bedeutet das, dass eben häufig beides behandelt werden muss. Also gerade bei der Kombination Depression und ADHS ist so eine Erfahrung von mir, dass man wirklich kombinieren muss. Die reine Lehre und sagen wir mal auch das, was glaube ich die meisten anderen Ärzte sagen würden, der sagt, ja gut, jetzt behandle ich erstmal das eine und wenn das dann weg ist, dann behandle ich das andere. Nur, wenn es einen inneren Zusammenhang gibt zwischen den beiden Störungen, das heißt, wenn ein Grund, dass ich depressiv geworden bin, der ist, dass ich ständig an meine Grenzen stoße, dass ich ständig überfordert bin, dass ich ständig mit Fehlern konfrontiert werde, die ich mir nicht erklären kann, dann ist es natürlich notwendig, auch beides gleichzeitig zu behandeln. Ja,
ADHS und Angst, das ist im Prinzip auch ein Beispiel für scheinbar widersprüchliche Symptome. Ich habe hier oben hingeschrieben, ADHS allein ist oft eigentlich durch ein wenig ängstliches, eher riskantes Verhalten geprägt. Und das kann so ein Grund sein, auch warum ich, wenn ich so in meinem Standarddenken drin bin, ängstliches Kind kann eigentlich kein ADHS-Kind sein. Weil wie ich mir so ein ADHS-Kind vorstelle, springt sozusagen die ganze Zeit einbeinig über die vierspurige Straße und wartet auf einen Laster vorbeikommt. Oder tanzt irgendwie auf irgendeinem Geländer entlang und so weiter. Das ist ja nicht das, was man als ängstlich bezeichnen würde. Aber trotzdem ist es so, dass viele Kinder zum Beispiel zum Thema Schule ein sehr ängstliches Verhältnis entwickeln. Aber auch eben Angst, weil eben andere Leute es scheinbar besser wissen, was gut und richtig und was falsch war. Und das kann sich verselbstständigen. Verselbstständigen, das entsteht vor allem dann, wenn Vermeidungsverhalten entsteht. Bei Kindern ist es eben klassischerweise, dass sie eben Schule vermeiden. Später eben einfach, dass man bestimmten Anforderungen ausweicht. Und bei der Entstehung von Ängsten ist es so, dass die Schwelle, etwas zu tun, immer höher wird, wenn ich vor der Schwelle umgedreht habe. Also immer, wenn ich eigentlich eine Prüfung vor mir habe und die dann nochmal verschiebe, ist es schwieriger beim nächsten Mal und so weiter. Und Angststörungen sind deswegen bei Menschen mit ADHS 3 bis 5 Mal häufiger als bei Nicht-Betroffenen. Und Angst kann auch so ein Blockadefaktor sein, dass obwohl das ADHS jetzt eigentlich funktioniert, die Angst halt doch immer noch blockiert. ADHS und Zwang. Ich habe das den Zwang jetzt nach der Angst genannt, weil Angst und Zwang so ein bisschen zwei Seiten der gleichen Medaille sind, auch wenn es vielleicht im ersten Moment nicht einleuchtet. Was ist Zwang? Zwang wird zur Störung, wenn Handlungen vollzogen werden oder Gedanken immer wiederkehren, deren Unsinnigkeit den Betroffenen bewusst sind, die aber nicht stoppen kann. Zwang, also was der eine zwanghaft findet, ist wieder der andere normal. Wer mal meinen Schreibtisch gesehen hat, also der Schreibtisch in der Praxis ist sozusagen, der hat eine Ahnung von meinem Schreibtisch zu Hause. Wenn ich jetzt sage, jeder, der einen ordentlicheren Schreibtisch hat als ich, ist zwanghaft, dann wäre das irgendwie unfair. Am Ende ist es so, dass Zwang bedeutet, wenn ich eigentlich genau weiß, ich könnte jetzt ruhig anfangen zu arbeiten, ich muss jetzt nicht nochmal 10 Minuten die Bleistifte, die da vorne liegen, genau gegen Nord-Süd ausrichten. Dann, wenn ich es aber trotzdem tun muss, dann beginnt die Störung. Das heißt, wenn ich jemand bin, der einfach konsequent ist und darf immer nur ein Stift so und nicht mehr als ein Buch oder irgendetwas anderes liegen, dann kann ich einfach auch sehr gut strukturiert sein, das ist in Ordnung. Aber wenn ich dann das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt die Türklinke berührt, ich muss aber jetzt noch 2-mal abwischen und dann nochmal auf der anderen Seite die Türklinke berühren und dann noch einmal Hände waschen, dann ist es eben ein Zwang. Menschen mit Zwang kommen relativ gut durchs Leben. Ja? Wie bitte? Tick. Zu Tick komme ich noch. Also es ist so, dass Zwang und ADS scheinbar ein totaler Gegensatz ist. Es kann aber durchaus sein, dass jemand mit ADS Zwänge entwickelt, weil er merkt, er muss sich bestimmte Regeln geben. Also auch in der Therapie wird ja zum Teil empfohlen, Tagesplan zu machen und sowas. Und gewisserweise wird ja dann auch empfohlen,
empfohlen, diesem Tagesplan zu folgen. Und das könnte man ja schon als Beginn eines zwanghaften Verhaltens ansehen. Das ist im Prinzip aber wirklich noch eine sinnvolle Therapie. Wenn am Ende aber die Sache so ist, dass ich eigentlich, obwohl ich jetzt gerade was anfangen würde, dass ich das nicht machen kann, weil ich erst nochmal nach zurückgehen muss, meinen Plan holen muss, das noch auf den Plan draufschreiben, weil wenn es nicht auf dem Plan steht, dann darf ich es nicht machen, dann habe ich einen Zwang. Menschen mit Zwang sind grundsätzlich in unserer Gesellschaft gut angesehen, weil wir in gewisser Weise, glaube ich, auch ein bisschen eine zwanghafte Gesellschaft sind und in vielen Berufen sehr gut eingesetzt. Das ist auch ein Grund, warum es gar nicht so leicht ist, Zwänge loszulassen, weil man eigentlich mit Zwängen relativ gut leben kann. Aber wie mit allen guten Dingen, wenn man es übertreibt, kehrt es sich ins Gegenteil. Also ein Umgang mit dem ADS-Chaos kann am Ende sozusagen in eine Regel gut führen und dann am Ende auch in den Zwang. Aber so ein bisschen zwanghafter kann man sicher werden, wenn man eine ADS-Struktur hat. ADHS und Manie, habe ich ja schon ein bisschen was gesagt. Die Manie ist sozusagen die Gegenseite zur Depression. Man kann es wirklich so verstehen, dass also die meisten Symptome, die bei einer Depression da sind, also wenig Antrieb, wenig Selbstvertrauen, wenig Lebensfreude, geringe Genussfähigkeit, die sind bei der Manie geradezu umgekehrt. Also man ist extrem aufgedreht, man hält sich für den Tollsten, man neigt dazu, viel Geld auszugeben, wird unter Umständen auch sexuell sehr aktiv und man kann in der Manie sehr viel kaputt machen. Manien treten einzeln auf, aber am häufigsten treten sie im Wechsel auf mit einer Depression. Und es ist so, dass man festgestellt hat, dass 15% der Patienten, die eine bipolare Psychose, eine manisch-depressive Psychose haben, auch an ADHS leiden. Aber, das sind jetzt so Studienergebnisse, ich weiß nicht, inwieweit dabei schon der Fehler rausgerechnet wurde, dass ja in der Vergangenheit Menschen mit ADHS auch häufig einfach eine Manie Diagnose bekommen haben, weil man noch gar keine ADHS-Diagnose hatte. Das heißt, ich glaube, vieles, was da so in der Literatur steht, muss auch nochmal überprüft werden, in dem Bewusstsein, dass ja die Diagnosen eigentlich erst in den letzten Jahren realistisch gestellt werden. Wichtig ist, wenn man sagen will, jemand hat sowohl ADHS als auch eine Manie, dass es einen klaren Unterschied geben muss in bestimmten Phasen, wo eben dieses manische Verhalten da ist, zu den dauerhaften Phasen, wo man ADHS hat. Das heißt, wenn jemand einfach ein sehr lebhafter Mensch mit ADHS ist und immer ein bisschen aufgedreht ist, dann hat das nichts mit Manie zu tun. Also zur Definition der Manie würde gehören, dass tatsächlich bestimmte Phasen extreme Verschärfung der Symptomatik. Ich selber habe jetzt auch so in der Vorbereitung gemerkt, dass das bei einem oder anderen Patienten tatsächlich ein Thema ist. Also ich habe einen Patienten, den ich zum ersten Mal gesehen habe mit dem Bild einer Depression. Dann habe ich angefangen, die Depression zu behandeln. Dann hat sich hinter der Depression das ADHS gezeigt. Dann hat sich in der Behandlung der ADHS eigentlich alles gebessert. Dann hatte mir der Patient aber dummerweise nicht gesagt, dass er auch schon seit einigen Jahren massiven Cannabiskonsum betreibt. Und den hat er noch ein bisschen weitergeführt und kam dann mit einer knalligen Manie in die Psychiatrie. Das heißt, bei dem Patienten
Wäre das dann so, dass es tatsächlich unter Umständen diese Kombination sich so entwickelt hat? Ja, es gibt ja bei dem ADHS eine starke erbliche Komponente und bei dieser bipolaren Psychose auch. Und bei den Genen dürfen Sie sich das ja nicht so vorstellen, dass es sozusagen ein ADHS-Gen gibt und ein Manie-Gen und ein Zwangs-Gen und ein Angst-Gen oder sonst irgendwas, sondern Sie müssen sich das eher so vorstellen, dass die Gene, sagen wir mal, wie so ein Riesenkorb von 1000 kleinen Stückchen ist und Menschen, die ADHS haben, die haben häufig so 50, 60 verschiedene Gene, die sich da wiederholen bei anderen, die das auch haben. Und manche sind identisch mit denen, die typischerweise eine Manie haben. Und manche sind identisch mit denen, die eine Depression haben. Und manche sind wieder mit etwas anderem. Das heißt, es gibt nicht so diese klare Unterscheidung, aha, der hat jetzt dieses Gen und deswegen hat er jetzt das. Sondern es ist eher so, dass da viele, viele kleine Eigenschaften quasi verschlüsselt sind. Und da gibt es eben manchmal Störungen, die eine relativ hohe Übereinstimmung haben an Teilgenen. ADHS und Borderline-Störungen. Das ist so für mich das Beispiel, wo die Tatsache, dass eben in der Vergangenheit ADHS nicht richtig diagnostiziert wurde, auch zu einer verschobenen Wahrnehmung geführt hat. Ich glaube schon, dass mit die häufigste Diagnose, die Erwachsene mit ADHS bekommen haben, wenn ADHS eben nicht diagnostiziert wurde, Borderline-Störung war. Und es ist auch so, dass, sehen Sie, wenn man so Studien gemacht hat, im Rückblick bei diesen Menschen, die die Borderline-Diagnose bekommen haben, 6 von 10 als Kind eine ADHS-Diagnose. Und es ist so, dass auch von den Hauptsymptomen, die man nach diesem DSM-5-Katalog braucht, um die eine oder die andere Diagnose zu stellen, 6 von 9 identisch sind. Und das bedeutet, dass da sozusagen auch jetzt in Zukunft erstmal geklärt werden muss, wo gibt es die Überschneidung und inwieweit sind dadurch, dass man ständig ADS-Patienten mit der Borderline-Diagnose versehen hat, vielleicht auch im Bild der Borderline-Störung falsche Symptome genannt. Ja? Da wäre in dem Kontext interessant, wie denn so die Cut-offs sind. Weil wenn ich 6 von 9 höre als übereinstimmende Symptome, ist auch auf der anderen Seite für mich die Frage, bei welcher Symptomsammlung oder bei welcher Häufigkeit oder Häufung komme ich denn auf Diagnose, wenn ich auf der anderen Seite höre, dass die überlappenden Diagnosen da sind. Das ist so, als die Symptome der Borderline-Störung definiert wurden, gab es praktisch ADHS nicht. Das heißt, es wurde nicht in dem Sinne entwickelt, dass man das differenziert. Und das ist aber das, wie Sie richtig sagen, was in der Zukunft notwendig wäre. Dass man sozusagen sagt, was ist jetzt typisch und was ist nicht typisch. Und da hat sozusagen die Forschung noch einiges vor sich, aber ich habe eigentlich nicht mitbekommen, dass sie sich damit so richtig beschäftigt, weil das natürlich auch ein bisschen peinlich ist, wenn man ehrlich ist, dass man über so viele Jahre Millionen von Menschen irgendwie mit einem falschen Stempel versehen hat. Das zählt ja auch an der Schule. Das darf man auch nicht vergessen. Es gibt ja auch so hochbeteiligte wissenschaftliche Schulen, die auch Frau Neuhaus gerne in Frage stellen. Oder stehen Sie auch hier? Entschuldigung. Machen wir andersrum. Das. Genau. Da ist. Bin ich jetzt besser dran? Da ist in dem Kontext die für mich interessante Frage halt, es sind ja unsere Wissenschaftsschulen, die da irgendwo auch in gewissem Maße in Frage gestellt werden. Das ist ja das Gleiche, was Frau Neuhaus passiert ist mit ihrem neuen Buch, wo es
ja letzten Endes zu der Synthese kommt, dass es eine schöne Sache ist, dass wir eine Schule haben, die mir im ja, ist an, es leuchtet, die mehr in Richtung wissenschaftshistorisch, in Richtung systematische Erfassung geht und eine, die in Richtung individuelle Erfassung geht, also sprich systemische oder eben die Individualtherapie. Aber das ist letzten Endes nur greift, was beide Systeme mit angreift oder beziehungsweise beide Schulen mit angreift. Und ich glaube, das Gleiche steht jetzt in der Psychiatrie und in der Psychologie an, dass wir da eigentlich unsere Schulen reformieren müssen. Ähnlich wie in der realen Schule wird jetzt in der Hochschule es wohl dazu kommen, dass wir merken müssen, dass es in einen Bereich geht, wo wir Überschneidungen haben, die schlicht und ergreifend so systematisch angreifen, dass wir die bisherigen Maßstäbe und Kriterien einfach nicht mehr greifen haben. Kann das sein? Also auf jeden Fall müssen wir sozusagen ein bisschen alte Strukturen überwinden und müssen versuchen zu verstehen, was ist wirklich typisch, was hat sich quasi an falscher Symptomatologie eingeschleppt, weil ich mir sozusagen Patienten in eine Gruppe reingeholt habe. Das ist ja so, als hätte ich irgendwie, würde ich irgendein bestimmtes Element chemisch analysieren und merke dann erst, irgendwie 30 Jahre später, dass da noch ein anderes Element mit drin war, was die ganzen Eigenschaften sozusagen mit ausgelöst hat. So. ADHS und Sucht. Also besonders typisch ist bei der Sucht, dass Kinder mit ADHS gefährdet sind, besonders früh zu Suchtmitteln zu greifen. Aus dem Gefühl raus, mir fehlt irgendetwas und zum Teil eben auch mit der Wahrnehmung, dass bestimmte Suchtmittel irgendwann in gewisser Weise eben auch helfen. Ja. Es ist so, dass Suchtmittel bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS oft einen anderen Effekt haben als bei den Freunden, Partnern, mit denen man das zusammen einnimmt. So der Klassiker ist, dass irgendwie sich so ein paar junge Leute treffen und sich Speed organisieren, um irgendwie die ganze Nacht durchzutanzen. Und einer von denen sagt, ach, ich habe eigentlich gerade die Idee, ich könnte mal nach Hause gehen, mein Zimmer aufräumen. Und das ist der mit ADHS, ja. Und das habe ich tatsächlich so nicht nur einmal gehört. Es ist so, dass die Sachen irgendwie helfen, aber es ist eben auch nie, oft so haarscharf vorbei. Es ist ähnlich wie mit dem Koffein. Also viele Menschen mit ADS haben ja dann literweise Cola getrunken, später Kaffee getrunken, jetzt Red Bull bis zum Abwinken. Es hilft irgendwie ein bisschen, aber es ist eben letztlich nicht quasi die richtige Droge. Das heißt, man hat einen gewissen Effekt, aber es ist nicht ganz der richtige Effekt und führt deswegen auch nicht wirklich weiter. Außerdem kommt dazu, dass eben bei den illegalen Drogen die Qualität eben sehr unterschiedlich ist und dass dadurch auch eine erhebliche Gefahr damit verbunden ist. Noch dazu kommt, dass man für illegale Drogen häufig eben auch in ein kriminelles Milieu reinrutschen kann, was dann den ganzen Lebensweg beeinflussen kann. Cannabis hat einen Effekt, das ist keine Frage, aber nach meiner Erfahrung ist es so, dass Cannabis langfristig eben doch nicht sozusagen einem Leben weiterbringt, sondern es führt zu einer gewissen Abstumpfung, Gleichgültigkeit und dadurch ja, ist es sozusagen doch auch wieder wie so ein schleichendes Gift. Also es ist mir schon klar, dass irgendwie jetzt keiner dran umkommt, wenn er jetzt abends mal eine Tüte raucht, aber es gibt immer die Gefahr, eben dann Frustration im Leben sozusagen auch dadurch zu betäuben, ähnlich wie mit dem Alkohol. Und betäuben bedeutet eben auch, dass man sich nicht wehrt und am Ende führt es dazu, dass man eben auch nicht weiterkommt und dann sich quasi das
es gibt einen Begriff der Self-Fulfilling Prophecy, also dass sich das, was man befürchtet, tatsächlich ereignet. Und das sind diese Mittel wie Alkohol oder Cannabis prädestiniert. Also ich habe das Gefühl, irgendwie keiner nimmt mich ernst und ich kriege keine richtige Chance. Deswegen rauche ich ganz viel Cannabis und trinke ganz viel Alkohol. Was habe ich gemacht? Ja, ich komme nicht weiter, keiner nimmt mich ernst. Ja, jetzt stimmt's. Unbehandelte Kinder und Jugendliche mit ADHS haben ein höheres Suchtrisiko als Behandelte. Das ist ja eine der Hauptängste von Eltern und auch von Umfeld. Manchmal wird eben aus einem Selbstheilungsversuch dann ein eigenständiges Problem. Und bei einer schweren Sucht ist es dann leider tatsächlich so, dass ich erst die Sucht in den Griff kriegen muss, bevor ich richtig in die Behandlung des ADHS einsteigen kann. ADHS und Autismus. Also Autismus ist ein Überbegriff für verschiedene Bilder. Es gibt schwere kindliche Autismusstörungen, wo Menschen, sagen wir mal, doch schwer beeinträchtigt sind, häufig auch nicht so in normales Leben integriert werden können. Es gibt aber auch so, ja, man spricht von einem Kontinuum, also unterschiedliche Schweregrade von Autismus. Bekannt ist der sogenannte Asperger-Autismus, wo also Intelligenz völlig normal ausgeprägt ist, aber wo es einfach ein Anderssein gibt. Häufig ist die Kombination, also ASS steht für Autismus-Spektrum-Störung und in Studien zeigt es sich dann eine Übereinstimmung von 50%. Also die Hälfte derjenigen, die eine Autismus-Spektrum-Störung haben, haben unter Umständen auch ADHS und umgekehrt. Wobei ich das umgekehrt halte ich das für übertrieben. Also es ist sicher nicht so, dass fast 50% aller Menschen mit ADHS jetzt auch Autisten sind. Das halte ich jetzt für definitiv übertrieben. Autismus-Spektrum-Störungen werden häufig erst sehr spät diagnostiziert, weil das eigentlich ist ja in dem Sinne auch keine Krankheit, es ist einfach ein Anderssein. Ja. Und ein Großteil des Autismus spielt sich im Kopf des Betroffenen ab und wenig dringt nach außen. Wenn jemand mit einer Autismus-Spektrum-Störung durchschnittlich oder überdurchschnittlich intelligent ist, dann kommt er oft in der Schule ganz gut durch, im Sinne der reinen Leistungsfähigkeit. Wenn man Schule auch als einen Ort sieht, wo es um soziale Fertigkeiten geht, dann ist es für jemanden mit Autismus eine ziemliche Katastrophe. Der Unterschied zwischen der Katastrophe, die jemand mit ADHS hat, und der Katastrophe, die jemand mit Autismus hat, ist, Kind mit ADHS, was ausgegrenzt wird, leidet sehr stark. Wenn ein Autismuskind ausgegrenzt wird, muss es nicht unbedingt so sehr leiden. Manchmal grenzt es auch ganz bewusst selber aus, weil es auch gar nicht so richtig versteht, wofür das gut sein soll, ständig über irgendwelche Banalitäten mit anderen Kindern zu reden. Das heißt, manchmal sieht es auf den ersten Blick ähnlich aus, was ein autistisches Kind und was ein ADHS-Kind erlebt, aber die innere Bedürftigkeit von Kindern mit ADHS und auch später von Erwachsenen mit ADHS und denen mit einem Autismus sind komplett unterschiedlich. Die Bedürftigkeit, was, sagen wir mal, Bindung, Emotionalität und Anerkennung angeht, beim ADHS-Kind ist ja identisch zu dem und zu jedem anderen Kind auch. Ein autistisches Kind will sicher auch anerkannt werden, will jetzt nicht irgendwie gemobbt werden, aber legt jetzt zum Beispiel keinen gesteigerten Wert darauf, auf den Kindergeburtstag eingeladen zu werden, weil dort lauter völlig unsinnige Dinge passieren. Also es würde vielleicht auf irgendeinen Mathematik-Workshop gehen oder irgendeinen Fachvortrag über Saurier-Skelette oder irgendwas anderes. Das heißt, da muss man genau hingucken, wenn man verstehen will, was der Unterschied ist. Und wie kann man
warum das Kind dann sehr gerne dabei sein würde, weil es ja dazugehören möchte, irgendwie doch oder akzeptiert werden möchte. Ja, genau, bin ich spannend. Ja, das ist das, also, ja. Total schwer. Es ist, sagen wir mal, als nicht Asperger-Betroffene, also für mich nochmal viel schwieriger als jetzt, sagen wir mal, mich in ADS reinzudenken, ist es für mich in Autismus reinzudenken. Weil das Problem ist, Menschen mit Autismus sind halt wahnsinnig logisch im Vergleich zum Rest der Welt. Und das überfordert mich auch so ein bisschen. Ja, weil da wir Nicht-Autisten sind einfach gewohnt, dass auch mit ein bisschen weniger Logik funktionieren muss. Und sich da mit diesen ganzen Gefühls-Beziehungs-Junkies auseinanderzusetzen, die wir sind, ist sicher für Autisten sehr, sehr schwierig. Und ich weiß nie genau, was ist ein eigenes Bedürfnis oder was ist einfach ein Kompromiss, den sie uns zuliebe eingehen. Das ist, glaube ich, das Schwierigste daran. Ich meine jetzt das Gefühlsleben, wenn man die beiden Störungen hat. Der ADHSler möchte gerne mit den anderen Kindern mit. Der Autist möchte seine Ruhe, aber er möchte auch zu den anderen dazugehören. Also da muss der innerlich so gespalten sein und nicht wissen, wie er umgeht und wann das Kind selber nicht schafft und du als Eltern probierst anzuleiten und die Umgebung ist nur mehr weniger versteht als für irgendwer anderer, ist das ganz schwer in der Kommunikation. Weil du kannst jetzt in die Lage deines Kindes zum Beispiel hineinversetzen, weil du weißt, okay, es möchte gerne auf den Geburtstag, irgendwie ist nicht wichtig, aber es möchte dazugehören. Das heißen sie selber schon, man kann sich ungefähr vorstellen, was das für das Kind ist. Ja. Also ich glaube, jeder Mensch möchte ja akzeptiert werden, so wie er ist. Und das ist halt sehr schwer, weil Kinder mit einer autistischen Störung werden von der Umgebung häufig als arrogant wahrgenommen. Ja. Oder als würden sie sich für niemanden interessieren. Dabei können sie manches einfach schwer nachvollziehen, weil wir eben viele unlogische Sachen machen, die für uns selbstverständlich sind. Und jemand mit einer autistischen Störung muss sich dann immer mühsam erklären, wofür das gut sein soll. Beides halt häufig dann in der gleichen Altersgruppe nicht zu finden ist. Ne? Weil durch die Spezialinteressen führen ja dann häufig, sagen wir mal, in eine Tiefe des Wissens, die nicht altersgerecht ist, in Anführungsstrichen. So, ich muss mal weitermachen. Jetzt kommen die Ticks. Also der häufigste Tick ist das Tourette-Syndrom. Und man sieht also, dass fast 50% der Tourette-Betroffenen sollen auch ADHS haben. Und umgekehrt bis zu 20%, halte ich vielleicht auch wieder ein bisschen hochgegriffen, sollen zumindest phasenweise auch eine Tickstörung haben. Man unterscheidet bei den Ticks einfache und komplexe vokale Ticks. Das heißt, ein einfacher Tick wäre jetzt vielleicht irgendwie nur so ein leichtes Rülpsen oder so ein Krächzen. Und ein komplex vokaler Tick könnte irgendwie dann irgendwie so ein dummes Arschloch oder sowas schon sein. Kann also manchmal schon relativ derb sein und man kann sich vorstellen, dass es sozial nicht immer optimal ist.
Und bei den motorischen Ticks ist es dann ähnlich. Das kann irgendwie mal so ein kleines Zucken sein. Es kann aber auch schon irgendwie etwas komplexere Bewegung sein. Ja, kann dann beides auftreten. Ich habe auch eine Patientin, die sozusagen das alles hat. Und bei der es dann tatsächlich so war, dass die Behandlung des ADS ihr doch sehr geholfen hat, damit irgendwie umzugehen, weil die Kombination ist halt doof. Und da gibt es übrigens bei relativ neu wissenschaftliche Hinweise, dass bei dem Gilles de la Tourette-Syndrom, bei dieser Tickstörung, Cannabis wirklich therapeutisch hilfreich ist. Während es studientechnisch bei ADS so nicht belegt ist. ADHS und Intelligenz habe ich eigentlich nur deswegen noch mal reingenommen, weil in der Vergangenheit war es so, wenn man die Diagnose ADHS gestellt hat, auch schon bei Kindern, dann ging es eigentlich so, dass man erstmal ganz viel ausgeschlossen hat. Das heißt, man hat gesagt, oh, das Kind hat eine Tickstörung, alles klar, hat kein ADHS, hat eine Tickstörung. Das Kind ist depressiv, alles klar, das Kind ist depressiv, also hat es kein ADHS. Und bei der Intelligenz war man auch so, dass man einfach gesagt hat, wenn ein Kind eine unterdurchschnittliche Intelligenz hat, dann ist es eben intelligenzgemindert, dann kann es kein ADHS haben. Und wenn ein Kind überdurchschnittlich intelligent ist, dann ist es einfach nur hochbegabt, dann kann es auch kein ADHS haben. Und das ist ungefähr so intelligent, als hätte man gesagt, das Kind hat Schuhgröße unter 20, dann kann es kein ADHS haben, oder das Kind hat Schuhgröße über 30, kann es auch nicht haben. Denn Intelligenz und ADS sind zwei Eigenschaften eines Menschen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Das Einzige ist, dass natürlich die Intelligenz am Ende sozusagen bei der neudeutsch gesagten Performance des Menschen natürlich eine Rolle spielt. Das heißt, wenn ich unterdurchschnittlich intelligent bin und habe ADS und mir wird die Therapie verweigert, dann habe ich natürlich besonders schlechte Karten, weil ich so, das ist so ungefähr, als würde ich sagen, ach, der hat ja irgendwie ein IQ unter 80, der braucht keine Brille, so genau kann er das eh nicht lesen. Ja? Ja, so ist es. Und umgekehrt, wenn jemand überdurchschnittlich intelligent ist, dann führt das natürlich trotz ADS häufig dazu, dass er, sagen wir mal, die schulischen Leistungen durchschnittlich sind. Aber dazu sagen wir, was habt ihr denn, der ist doch gut in der Schule, oder wenn der ein bisschen auffällig ist, dann liegt das nur an der Intelligenz, wird doch dem Menschen nicht gerecht. Warum soll man sagen, okay, der hat einen guten Realschulabschluss, wenn er vielleicht auch einen Nobelpreis kriegen kann? Das ist einfach nicht fair. Ja? Also ich denke einfach, die Kategorie Intelligenz und ADHS, das sind nebeneinander stehende Kategorien, aber das ist heute quasi noch gültig, dass man quasi eine gewisse Intelligenz haben muss, um eine Diagnose kriegen zu können. Und im Übrigen ist natürlich so, dass ein Intelligenztest bei jemandem mit ADHS besonders fehleranfällig ist. Das heißt also, es stimmt noch nicht mal das, was Sie messen. Und dann ziehen Sie noch die falschen Schlüsse daraus. Das letzte ist jetzt ADHS und Restless-Legs-Syndrom. Ich bin ja auch Neurologe und ich hätte eigentlich auch, wenn ich jetzt noch mal eine Stunde reden würde, auch, könnte ich jetzt noch über alle möglichen neurologischen Erkrankungen und ADHS reden. Ich persönlich glaube auch, dass das Thema ADHS mir so wichtig ist, liegt auch ein bisschen daran, dass ich auch Neurologe bin, weil man ein bisschen auch neurologisch ticken muss, um ADHS zu verstehen, weil es, wenn man sozusagen total so von dieser Psycho-Seite kommt, manchmal schwierig ist, das Problem ADS gut zu erfassen. Restless-Legs-Syndrom ist ein relativ häufiges Problem und es ist eben so, dass das geprägt ist von Schmerzen und Krämpfen in den Beinen und das führt tatsächlich dazu, dass man unruhig wird. Und es ist so, dass wenn mir jemand von seinem ADHS Partner erzählt oder von seinem Restless-Legs-Partner, das sind ganz ähnliche Geschichten. Kann keine 5 Minuten ruhig sitzen.
Wenn ich in dem Film gucke, ja, ständig geht nochmal ein Kühlschrank, holt noch was, da fällt noch was ein, soll ich dir noch was bringen, soll ich das noch und jenes, was schon richtig anstrengend sein kann für die Menschen, die auf dem gleichen Sofa sitzen. Es ist also so, dass es eigenständige Störungen sind, dass sie aber wahrscheinlich auch gemeinsamen genetischen Anteil haben, deswegen ist es auch eine häufige Kombination. So, das waren jetzt meine Beispiele zum Thema Komorbiditäten. Haben Sie noch eine Frage? Ja, ich habe eine Frage, und zwar Restless-Legs-Syndrom. Im Alter, also ich beobachte, ich mache das noch nicht, Restless-Legs-Syndrom. Ja. Im Alter. Jetzt ist die Thematik ADHS im Alter schon jetzt ganz einfach. Und dann, wenn wir jetzt an Bewohner, Patienten, Betreuer, was, der das Restless-Legs-Syndrom hat und vielleicht auch Psychiater auf ADHS schauen sollte, wie in Deutschland eben auch. Also wie oder sollte man dann auch auf ADHS schauen? Oder? Ja, also ADHS verändert sich ja, wenn ich älter werde. Und natürlich muss nicht jeder, der als Kind ADHS hat, unbedingt auch weiter behandelt werden. Aber es kann relevant sein, es kann auch bis ins fortgeschrittene Alter relevant sein. Und Restless-Legs-Syndrom wird schlimmer, wenn man in eine inaktivere Lebensphase kommt. Also wer sozusagen ganz nach auf und ab rennt, hat meistens mit Restless-Legs nicht so viel Probleme. Insofern ist es relevant. Und das muss man halt dann einfach neurologisch abklären, dann gibt es auch Laboruntersuchungen, die gemacht werden müssen. Dummerweise sind die Medikamente, die man dagegen geben muss, oft im Alter auch wieder problematisch. Also es ist ein bisschen komplex. Ich kann nicht meine Frage geben. Also, auf die Fragestunde würde ich gerne verschieben, wenn wir jetzt schon nochmal der Zeit sind. Wir haben zum Schluss noch eine Frage stellen. Ich würde sagen, ich beantworte jetzt noch die Frage, aber danach alles andere bitte in die Fragestunde am Ende. Also, das habe ich jetzt mal nicht dazu genommen. Es gibt natürlich auch die Kombination. Es ist auch eine der Fehldiagnosen bei Erwachsenen. Aber sagen wir mal, es gibt das, dass man beides haben kann. Aber es ist nicht ganz so häufig. Es ist aber in der Vergangenheit eine häufige Fehldiagnose bei ADHS. Gut, wir machen an der Stelle einen Cut. Herzlichen Dank, Dr. Walter.